Dein Kumpel bumst besser. Sorry. I just received a message from my girlfriend. Can you maybe translate it into English? Boah, ich würde ja schon gerne damit fahren, gell? Ey, genau den gleichen Gedanken hatte ich vorhin auch. Ich habe schon so überlegt, meinst du, lässt uns mal Runde fahren? Wenn ich du wäre, würde ich den Typen mal fragen, ob du auch als Beifahrer mitfahren darfst. Oh nein. Ja, doch. Ja, guck mal, er mag mich nicht, er fährt weg von mir, Digga. Kann ich eine Runde mitfahren? Nehmen Sie mich eine Runde mit? Nein? Schade. Der Frage ist, okay. Er hat hier noch Müll vergessen wegzumachen. Oh Mann, er wollte mich nicht mitnehmen. War er wenigstens freundlich? Er meint so, oh nee, tut mir leid. Meine verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin heute nicht alleine, ich bin mit Simon unterwegs in der Hood in Frankfurt, wie immer. Und wir werden schauen, ob wir heute nicht das altbekannte, altbeliebte, alteingesessene, alt... Wenn ich du wäre! Habe ich jetzt dein Dings kaputt gemacht, dein Intro? Nein. Du hast es aufgewertet. Vor dem LKW, oder? Ja. Nein. Auch. Nein, Digga. Was? Also wenn ich du wäre, dann würde ich schon mal dem Typen sagen, dass sein Kofferraum offen ist. Ja, okay. Ihr Kofferraum ist offen. Soll ich ihm auch noch was sagen? Ja, mach. Ihr Kofferraum ist offen. Lass los. Was? Lass los, okay. Auch wenn es weh tut. Dann machen wir jetzt noch peinliche Stille. Okay. Entsorge dein Elektroschrott. Jetzt! Warte mal, was? Erstmal ist das kein Elektroschrott und zweitens, Mann! Ey, hättest du jetzt einen Elektromotor? Du hast Elektroschrott, Junge. Ich gucke mir die ganze Technik an, Junge. KTM ist Elektroschrott. Ich hab hier. Meine Elektronik besteht aus dem Licht. Mehr nicht, da ist nichts mehr. Ich hab nicht mal ein Drehzahlmesser. Also, wenn ich du wäre, würde ich mal hier im Stau für ein bisschen Entertainment sorgen. Und mich hier mal in die Mitte stellen, mal ein bisschen zum Tanzen anregen. Ein bisschen. Also ohne Motorrad natürlich. Ein bisschen Motivation verbreiten. A, E, I, O, U, du gehörst auch mit dazu. M und sei dabei. Wo ist die Motivation an die anderen? Die müssen ja auch mal auf die Zeige. Machst du mit? Tanzen mit wieder Runde? Nein, okay, dann halt nicht. So, also die nächste Person, die hier jetzt gleich rumläuft, die musst du mal bitte fragen, wo hier denn der FKK-Laden eigentlich ist. Weil hier ist, glaube ich, irgendwo ein FKK-Laden. Ach so, Laden im Sinne von Geschäft, also nicht Einkaufsladen, ja, sondern... Nein, also ein Schuppen, wo man halt hingeht, um sich zu amüsieren, also... Entschuldigung? Entschuldigung, wir suchen den FKK-Club. Weißt du, wo der ist? Ja. Hier, links. Einfach geradeaus und dann siehst du schon. Optimal, danke dir. Los, danke, ciao. Komm und sei dabei. Da. Oh, schöner Sound, Junge. Muchas gracias. Mucho gusto, amigo. Me te amore. Ich bin halt multilingual. Hablas español? Und poco? Sí. Sí. Sí? Oh, Don de RS. La Aqua. Multilingual. Weißt du, was der Vorteil ist, wenn man kein ABS hat? Junge, das war eine Bremsspur hinterlassen. Und jetzt, Simon, ist es super, dass du so ein Sprachentalent bist, denn das kannst du jetzt beweisen als kleiner Schauspieler. Und zwar, ich schreibe dir jetzt eine SMS, ganz oldschool, auf Deutsch. Und du wirst irgendeine Person fragen, also wenn ich du wäre, würde ich eine Person fragen, ob sie dir das mal übersetzen kann auf Englisch, weil du, oder erklären kann auf Deutsch, weil du kannst nicht so gut Deutsch, kommst aus, mir egal, USA oder so, kannst nicht so gut Deutsch, und ob sie dir kurz die SMS erklären könnte, bitte. Warum kann ich mein Handy entsperren mit Helm auf? Und Visier unten. Danke, Apple. Hey, Schatz. Das mit uns wird nichts. Weil dann muss ich dich umspeichern. Dein Kumpel bumst besser. Sorry. Fällt doch überhaupt voll auf, wenn ich da vorbei. Ich könnte auch ein Engländer sein, der mit dem LG. Corona. Dann werde ich mich fragen, so, hey, warum habe ich die Nummer von Justus nicht mehr? Warum schreibt meine Corinna? Ja, mach mal Corinna. Mit rotem Herz. Damit es auch richtig echt aussieht. Excuse me, you speak English? You speak English?
No? Oh, okay. Thank you. Excuse me. You speak English? You speak English? Yeah. I just received a message from my girlfriend, and I have no internet to translate it. Can you maybe translate it into English? Multilingual. Das kommt so unauthentisch, wenn ich alles auf Deutsch hier stehen hab. What does this mean? I mean, like, hey, Schatz, is my name, but boomst? Maybe you take your time, finish your round on your motorcycle. Okay. Sit down. Okay. Get a cup of coffee. Yeah. Why? And then translate it. Is it a bad message? It's not a good message. Okay. Okay. Thank you very much. Hello, that is my old friend. I've come to talk to you again. Alter, was macht er? Also, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mich da hinstellen und rufen. Okay. Schön abgelenkt. Ja, schön abgelenkt. Jetzt baut der Hip safe einen Unfall und du bist schuld. Wenn ich du wäre, würde ich dir mal jemanden fragen mit dem Skateboard, ob du auch mal eine Runde fahren darfst. Setz dich dann einfach mit dem Arsch drauf und lässt sich da die Halfpipe runterrutschen. Aber legt sich dann so mit Absicht richtig aufs Maul. Was geht? Kann ich einmal eine Runde fahren? Ich bin schon so lange keinen Board mehr gefahren und mein Kollege hat gesagt, er wettet, dass ich es nicht schaffe zu fahren. Einfach nur einmal da runter und dann kriegst du dein Skateboard wieder. Ich werde mich wahrscheinlich übel auf die Fresse packen und dann habt ihr was zum Lachen, aber... Scheiße, wo fange ich überhaupt an? Ich fahre einfach hier runter, das reicht schon. Jetzt wird's lustig, Alter. Uff. Alter, das wird nix. Das wird nix. Und ich werde mich so auf die Fresse packen. Hä? Gleich bricht's durch. Du bist so schuld jetzt, ne? Ich hab's geschafft. Ich meinte zwar eher hier den Teil, aber ist okay. Er hat nicht an mich geglaubt, aber ich hab's geschafft. Ich danke dir. Hast du schön gemacht. Weil die Sache ist, irgendwie musste mich ich ja heute nur sportlich betätigen, so, ne? Ich bin ja die ganze Zeit nur gerannt zu den Leuten, ich musste tanzen und so. Und du hast immer so einfache Aufgaben. Deswegen, wenn ich du wäre, würde ich jetzt schon mal irgendwie da runtergehen und mir die eine Mohnblume da pflücken, bitte. Welche, die rote? Da sind ja so zwei. Ja. Die hätte ich gern. Oh, selbstverständlich. Ich bring dir sogar drei mit, wenn du magst. Magst du drei, ja? Ich nehme auch drei. Oh, süß. Guck mal hier, extra für dich. Machen wir jetzt sogar den eleganten Springer hier. Au. Aber schon weiter. Nee. Die da unten meine ich. Die da. Welche? Die da. Die da? Nee, noch weiter. Da ganz unten. Da, wo so zwei nebeneinander sind. Ach, die da? Ja, die da. Nein, freitags ist sie nieder. Das nächste Mal gibt's aber eine Rose, ja, für Corinna. Oh Gott, ich muss dich noch umspeichern. Ah, das ist aber lieb. Oh, danke schön. Die sind ja süß. Für Simon, mein einziger Schatz. Ich hab doch nicht mit ihr gebumst. Dankeschön. Ja, Freunde, und mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsaufgabe aus dem Video war. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt für lustige Aufgaben, schreibt es auch in die Kommentare. Vielleicht drehen wir noch mal ein paar zwei, oder? Mit dir nicht. Guck mal, wir haben jetzt Freundschaftsblumen. Oh, wie süß. Ansonsten, Freunde, verlinke ich euch jetzt in der Endcard noch den letzten Wenn-ich-du-wäre-Teil zusammen damals mit Till. War auch sehr, sehr witzige Edition. Checkt Simon ab. Link auch zu ihm ist in der Videobeschreibung. Da habe ich auch letztens einen Motorvlog gedreht und ein bisschen gesungen. War sehr, sehr witzig. Und ansonsten, checkt Instagram ab und bis dahin. Mucho gusto, amigo. Mete amore. We'll be right back.